Am Freitagabend, kurz vor 19 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Eugen-Bolz-Straße im Esslinger Stadtteil St. Bernhard gemeldet. Kurz zuvor war ein Brandmeldealarm im Klinikum Esslingen durch die Feuerwehr abgearbeitet worden, der sich als Fehlalarm herausstellte. Deshalb konnten die Einheiten umgehend die Einsatzstelle in St. Bernhard anfahren. Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter Rauch aus dem Keller und dem Treppenraum, womit der erste Rettungsweg für die Bewohner versperrt war. Der Rauch begann sich in die Wohnungen auszubreiten. Es wurden 6 Personen und ein Hund über die Drehleiter gerettet, sowie 2 Personen über die Balkone auf der Rückseite in Sicherheit gebracht. 10 Leute sind durch uns, durch Rettungswagen transportiert worden. Wir können davon ausgehen, dass das alles leichte Rauchgasvergiftungen sind und die Patienten halt nicht längerfristig im Krankenhaus bleiben müssen. Zur Brandbekämpfung im Keller und Kontrolle des Treppenraums wurden 2 Löschrohre vorgenommen. Der Treppenraum, die Wohnungen und der Keller wurden mit einem Überdrucklüfter entraucht. Gegen 19.30 Uhr wurde Feuer unter Kontrolle gemeldet. Anschließend wurde die Brandstelle zum Ablöschen von Glutnestern ausgeräumt. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar, da durch den Brand im Keller die Elektroinstallation massiv beschädigt wurde. Die Brandermittler der Polizei haben die Suche nach der Ursache aufgenommen. Es waren die freiwilligen Einsatzabteilungen Stadtmitte, Hegensberg und Weldenbronn sowie die hauptamtliche Einsatzabteilung der Feuerwehr Esslingen mit 30 Feuerwehrangehörigen und 9 Fahrzeugen im Einsatz. Weiterhin der Rettungsdienst mit 12 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen sowie die Polizei Esslingen.